Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf meinem Kanal. Jetzt gibt es wieder richtig viele Videos, wie ihr merkt. Also ich habe richtig Bock. Heute bin ich unterwegs mit dem lieben Leander, der ein neues Auto hat. Das zeige ich euch gleich ganz kurz. Hier ist ein Lost Place Video, aber ich zeige euch kurz die Karre, weil Leander ist stolz drauf. Logik, okay. Ja. Wir besuchen heute ein verlassenes Tenniswohnheim, wo noch sehr viel Einrichtung drin ist und vielleicht sogar noch der Strom geht. Wir gucken. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Dann würde ich sagen, ab geht's! So, Freunde, wir befinden uns jetzt an der Location. Wie man hier schon sieht, ist die Tür sperrangelweit offen. Hier eine Badewanne. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus hier. Aber da drin dreht sich die Sache. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Und hier befindet sich auch schon direkt das Wohnzimmer. Und der Barraum. Hier auch sehr, sehr interessant. Der Fernseher steht einfach noch da, wie er damals verlassen wurde. Hier noch so eine schöne Sitzcouch, wo man hier einfach damals dann Fernsehen geschaut hat. Also ich finde diese Location wirklich sehr, sehr spannend, weil an Einrichtung ist hier noch alles drin. Es wurde nichts rausgenommen. Es ist einfach noch alles so, wie es damals verlassen wurde. Klar, ein bisschen Vandalismus, wie man hier sieht, aber das lässt sich halt nicht verhindern. Aber wie gesagt, saugeile Locations und ihr seht jetzt. Hier noch die alten Schränke. Hier noch so ein Schallplattenspieler, so ein richtig großer Schallplattenspieler. Wirklich sehr, sehr antik. Ja, bewegt sich sogar noch. Immer noch die ganzen alten Schränke, wo teilweise noch die ganzen Teller und Gläser drin stehen, wie man hier sieht. Hier, wirklich alles noch da. Das ist wirklich schön zu sehen. Hier wäre schon mal ein Schlafzimmer, wo sogar ein Radio integriert ist. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber hier wirklich noch Bettwäsche, noch alles so, wie es hinterlassen wurde. Also das ist wirklich der Hammer. Und hier haben wir den Flurbereich, wo hier noch die Küche ist. Und hier geht es dann runter in die unterste Etage. Hier ist auch noch eine Tür, das war wahrscheinlich die Eingangstür. Aber die ist leider zu. So, gehen wir ins nächste Schlafzimmer, wo man auch sieht, hier noch die ganz alten Mäntel und hier hängt wirklich noch teilweise die Sachen, so wie sie damals verlassen wurden, drinnen. Also ich sehe das jetzt so, wenn man das waschen würde, könnte man die Sachen noch tragen. Also ich glaube, die Hose hätte meine Hose, aber nicht meine Farbe. Aber was man extrem sieht, ist die Feuchtigkeit. Und dieser Schrank hier ist auch schon übelst am Schimmeln. Das ist alles Gammeln. Ja, alles am Gammeln. Aber das passiert halt mit der Zeit. Ja, auch das Holz wird komplett schimmelig. In den Ecken auch. Lässt sich halt, wie gesagt, nicht verhindern. Also ich wette jetzt, dieses Haus steht schon seit 10 Jahren jetzt gut leer. Ja? Nein, das ist übertrieben. 5 Jahre. 5 Jahre. Okay, 5 Jahre. Und dann liegt immer noch, ja, dann liegen immer noch Handtücher gefaltet, sauber im Schrank. Können sich direkt mal den Satz mitnehmen. Ikea-Weg gespart. Nee, aber die sind völlig, Alter, richtig krass, richtig krass. Hier kommt man auch schon in die Küche. Ah, hier ist eine Couch drin, kommst du leider nicht rein. Aber auch. Noch alles drin. Sehr, sehr geil. Was man wirklich extrem merkt in diesem Haus, überall tropft es. Also die Feuchtigkeit, also die holt sich das hier alles zurück. Also das ist ein großes Problem. Also da kommen wir auch schon mal zum Bad. Komplett in Pink gehalten. Noch nichts kaputt gekloppt. Wirklich sehr, sehr cool. Hier der gute Rasierer, noch eine Dose. Hier steht halt auch noch alles drin. Was heißt hier alles? Also nicht mehr viel. Wattestäbchen.
Wasser geht natürlich nicht mehr, ist ja klar. Also ich muss ehrlich sagen, die hatten das schon schön hier. Also an sich einrichtungstechnisch ist das hier, wie ich finde, ganz meines Geschmacks. Also ich würde hier direkt einziehen. Ist sau, sau schön, sau gemütlich. Aber das Hauptteil seht ihr jetzt noch. Und zwar das richtig geile Bad, wo wir jetzt gucken, ob vielleicht noch der Strom geht. Sind wir uns nicht sicher, wir gucken. So, hier sind wir auch schon im Keller, beziehungsweise unterste Etage. Das wird schwimmen. Ja. Ah, hier die Waschmaschinen. Hier noch Öfen, Gasöfen. Und hier haben die dann wahrscheinlich die Wäsche drin gewaschen. Wie man hier noch sieht, alles original verpackte Fliesen. Haben die einfach hier stehen lassen. Also was ich jetzt gerade hier gefunden habe, von der Heizung, die hier ist, von der Ölheizung, die letzte Wartung und das Datum hier drauf, ist einfach 8.2.1988. Wo ich persönlich sehr, sehr schön finde. Also die Fliesen, die haben es wirklich in sich. Hier die Toilettenräume, hier beziehungsweise so eine Abstellkammer wahrscheinlich. Der Besen, den du gerade benutzt, der gehört wahrscheinlich dort rein. So, hier Dusch- und Toilettenräume, komplett abgeranzt, also hier stinkt's auch. Hier behalte ich mich nicht länger drin. Hier nochmal so ein pink eingerichtetes Bad, hier die Dusche und hier die Toilette. Hast du wirklich gemütlich geschissen dort? So, hier haben wir den Heizungskeller. Wie man hier sieht. Ja. Baranzeige. Ja. Und hier wieder ganz viele Fliesen. Warum auch immer die hier sind. So Leute, den Raum hier muss ich euch etwas schneller zeigen. Weil man sieht das Licht, weil die Rollläden sind oben. Hier noch wieder die ganz alten schönen Fliesen. Hier das Bett. Wahrscheinlich war das hier so ein Chill-Lounge, wo du dann hier gesessen hast und hier mit deinen Kollegen Bierchen getrunken hast, mit deinen Tennispartnern. Aber hier, wie gesagt, auch noch so gut wie alles drin. Halt alles verschimmelt. Teppichboden. Ja, aber jetzt müssen wir auch schnell wieder hier raus. Aber hier, wie man hier sieht, wurden die Fliesen schon rausgerissen. Aber ja. Hier, die Stelle. What the fuck? Als ob das Wasser fließt hier. Lol. Mach aus schnell. Mach aus. Als ob das Wasser hier fließt. Lol. So Freunde, wir gehen jetzt nochmal hoch. Hier auch noch die schöne alte Tapete, wie man hier sieht. Alter, guck dir das mal an. Und wie Sie hier sehen, haben wir einen Wassertransferdruck auf diese Tapete durchgeführt. Leute, wir haben jetzt hier im Stromkasten geguckt, ob der Strom noch gehen sollte. Aber der Strom geht leider nicht mehr. Deswegen schauen wir uns jetzt hier oben noch ein bisschen um. Beziehungsweise wir haben alles gesehen, aber wir schauen noch ein bisschen. Und ja, so, wir gehen nochmal ins Wohnzimmer hier. Wirklich ein geiles Gefühl hier. Und den mit spannendsten Raum heben wir uns natürlich für zum Schluss auf. Oh, hier ist alles nass. Hier tropft auch schon von der Decke, also das hält nicht mehr lang. Aber wie man hier sieht, sehr, sehr schön. Also hier so eine Bar, hier so ein Bollerwagen, also so ein Barwagen, so ein Servierauto. Und hier nochmal diese richtig, richtig schönen Fliesen, wo noch hier die Gläser drin stehen. So, gehen wir mal hinter den Tresen. Der Lern hat auch gerade schon nochmal ein schönes Bild entdeckt. Aber hier nochmal ganz alt, sehr, sehr schön. Schallplattenspieler. Hier der Kühlschrank, zum Glück leer. Ist halt noch alles da, es ist echt erstaunlich.
So, Freunde, wir haben jetzt hier drin alles erkundet. Wir sind jetzt hier. Hast jetzt den Kopf gestoßen. Findet sich noch eine Dachterrasse, aber dort gehen wir jetzt nicht hoch, weil das ist sonst zu auffällig. Aber was wir euch noch zeigen, ist hier noch ein Sitzbereich draußen. Moment. Hier. Alles zugewachsen, aber hier haben die dann damals gesessen und ein Päuschen gemacht, wenn sie am Tennisspielen waren. So, Freunde, ich habe die Abmoderation vergessen. So, das war's mit dem Video. Es sind jetzt noch einige Stunden vergangen. Das war wirklich ein geiles Lost Place. Mit Lerner zusammen. Wenn ihr mehr mit ihm sehen wollt, schreibt es gerne nicht in die Kommentare. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Like und Abo wären schmackhaft. Und bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird übrigens ein Overnighter. Seid gespannt.